Hallo zum Test der mechanischen Tastatur des chinesischen Herstellers Havit. Geliefert wurde die Tastatur in diesem Karton und hier haben wir auch bereits die ersten technischen Daten abgedruckt. Unter anderem unterstützt diese Tastatur 6 Farbeffekte, was man auch hier auf diesem Bild gut erkennen kann. Sie hat ein 104 Key Rollover, die Windows-Taste lässt sich deaktivieren und wir haben mehrere Multimedia-Tasten. Drehen wir den Karton mal noch auf die Rückseite. Hier haben wir ebenfalls weitere Daten abgedruckt, unter anderem zur Größe der Tastatur, unter anderem auch, welche Kraft man aufwenden muss, um eine mechanische Taste dieser Tastatur zu betätigen. Hier wieder auch der Key Rollover. Wir haben das Gewicht der Tastatur abgedruckt, die Kabellänge und natürlich Angaben zur Stromversorgung. Packen wir die Tastatur einmal aus. Die mechanische Tastatur von Havit liegt nun vor uns. Im Lieferumfang war zusätzlich noch diese Betriebsanleitung in englischer Sprache enthalten. Hierin wird ziemlich gut erklärt, wie die Mediatasten funktionieren und wie man den Farbwechsel korrekt einstellt. Beim Design hat Havit hier diese dünne Aluminiumplatte verwendet. Dadurch ist die Tastatur etwas schwerer und liegt auch besser auf. Hier unterhalb haben wir diese Handballenauflage. Die besteht aus Kunststoff und besitzt dieses feine Wabenmuster. Und natürlich hat diese Tastatur auch die bekannten Blue Switches. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um die sehr bekannten Cherry MX Blue Switches, sondern um eine Kopie aus China von der Firma Autemu oder Utemu, wie man es auch nennen mag. Ich nehme hier mal die Taste ab. Hier sieht man dann die Blue Switches. Und hier bei den Tasten hat man noch zusätzlich eine Lasergravur verwendet, wodurch sich diese nicht abnutzen. Aktivieren wir mal den Farbeffekt. Hier haben wir die 6 Farbmodi, die sich mit diesem Tastenfeld aktivieren lassen. Und um diese zu aktivieren, muss man zusätzlich noch die Funktionstaste betätigen. Hier befinden wir uns im ersten Farbwechselmodus. Ein sanfter Übergang der unterschiedlichen Farben. Hier können wir noch zusätzlich die Geschwindigkeit verändern. Das funktioniert mit diesen Plus- und Minustasten. Und wir können die Helligkeit mit der jeweiligen Pfeiltaste anpassen. Im zweiten Modus haben wir diesen willkürlichen Farbwechsel, der von der Mitte ausgeht. In diesem Modus gibt es noch weitere Profile. Unter anderem, dass der Farbwechsel mit einem Tastendruck betätigt wird bzw. ausgelöst wird. Hier haben wir noch einen weiteren Farbwechsel, der mittig ausgeht. Wir können diesen Farbwechsel auch anhalten und natürlich wieder in den ersten Modus wechseln. Im dritten Modus haben wir hier diesen wellenartigen Übergang. Auch hier können wir den Farbwechsel anhalten und auch wieder fortsetzen. Der vierte Modus ist der Regenbogenmodus. Auch hier können wir wieder den Farbwechsel anhalten. Der fünfte Modus ist vor allem für Gamer interessant. Hier kann man die einzelnen Tasten mit der jeweiligen Farbe belegen oder aber auch die Farbe komplett deaktivieren. Wie man sieht, kann man hier die einzelnen Farben durchklicken und das Ganze auch bestätigen. Und im sechsten Modus wird mit einem Tastenanschlag die jeweilige LED ausgelöst. Auch hier können wir die Farbe verändern und entsprechend anpassen.